Ich habe einen Garten. Ich bin gern da. Es ist schön da. Ich hoffe, du hast auch einen Garten. In meinem Garten gibt es eine ganze Menge schöner Dinge. Blumen, die da wachsen. Alte Bäume, die in den Himmel ragen. Die älter sind als ich und mich hoffentlich überdauern. In meinem Garten gibt es so viel Schönes. Wenn ich da reinschaue, ist ein Traum. Manchmal muss ich da ganz schön arbeiten. Ich habe da so einen Bereich, den kultiviere ich. Eigentlich versuche ich alles irgendwie zu kultivieren, denn dann wäre es ja nicht mehr ein Garten, dann wäre es irgendwie Natur. Und dann würde es vielleicht auch wuchern, so wie es manchmal im Fernsehen zu sehen ist, in so Häusern, wo einer schon seit Jahren nicht mehr in seinem Garten war. In meinem Garten soll es ein bisschen kultiviert zugehen. Ich mag das. Ich mag zum Beispiel meinen Rasen. Der wird eingesät immer wieder, und wenn da irgendwelche Stellen sind, die nicht schön sind, dann bemühe ich mich darum, dass, wenn ich es anschaue, dass es schön wird. Ich liebe meinen Rasen, der wird regelmäßig gemäht. Wer mich kennt, der weiß das. Wenn da Unkraut ist, dann gehe ich da dran. Sofort. Ich habe da extra Geräte. Manche würden sagen, Löwenzahn ist kein Unkraut im Rasen. Ist Löwenzahn Unkraut, diskutiere ich jedes Mal mit der Fabienne. Gänseblümchen übrigens auch. Da gibt es Schädlinge, so Tiere, die da nichts zu suchen haben in meinem Garten. Ja, manchmal übertreibe ich es, gebe ich zu. Aber ich will den Schädlingen nicht die Möglichkeit geben, alles kaputt zu machen, alles wegzufressen. Worum ich mich seit Jahren bemühe, das ärgert mich dann, wenn es einfach so kaputt geht. Wenn die Wühlmäuse die Wurzeln zerfressen und die Pflanze oben eingeht und ich frage mich, warum. Es stört mich. Und dann versuche ich, diese Schädlinge aus meinem Garten rauszutreiben. Ich mag sie nicht, wenn sie da sind. Und ich habe auch so einen Nutzbereich, wo ich was anbaue. Aber das ist das Schwierigste. Also da merke ich muss den Boden richtig vorbereiten. Ich muss was tun, ich muss umgraben. Und das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend. Ich habe zwar da auch ganz gutes Gerät, aber ich merke wieder nach der Rücken schmerzt. Und ich mich abends fragte, war es das wert? Später sehe ich das dann, wenn es dann tatsächlich ordentlich ist und ich neue Pflanzen einpflanzen oder einsehen kann. Weil der Boden ist fett und hat Kraft. Und dann wachsen die Pflanzen. Aber bis man es sieht, dauert es echt eine Weile, bis man den Erfolg sieht. Mit Einsehen habe ich sowieso nicht so. Das geht mir oft zu langsam. Ich fahre lieber in irgendeinen schicken Gartencenter und hole mir da irgendwas und pflanze es dann da ein und tue so, als wäre schon immer da. Schmück mich auch schon mal gern da mit anderen Federn. Manchmal muss ich mir ja Hilfe suchen. Manchmal kommt ein Gärtner und hilft mir. Vor allem brauche ich den, wenn was anfängt zu wuchern. Ich habe da so ein paar Stellen in meinem Garten, auf die passe ich nicht so auf. Da gucke ich nicht so gern hin und dann wuchert es da. Da sind so Brombeeren. Kennt ihr das? Wenn so Brombeeren, die hören nie wieder auf zu wachsen. Die hast du 10-mal weggemacht, die kommen immer wieder. Und dann wachsen die da. Neulich habe ich es erst wieder gesehen und dann denke ich, ui, eigentlich müsste ich es jetzt direkt wegschneiden, aber dann habe ich gerade keine Lust.
Und gut, dass es dann einen Gärtner gibt, der mir hilft, der dann kommt, er hat Handschuhe und schneidet das weg, und was ich sonst nicht schaffen würde. Was ich auch über die Jahre gelernt habe, was ganz wichtig ist, dass man einen Kompost anlegt, oder? Dass man so einen Haufen hat, wo man die Dinge, die man irgendwo abgeschnitten hat, hinlegt. Und dann verfaulen die da. Und aus all dem Verfaulten wird dann was Gutes. Also nichts ist besser als die Erde von meinem Kompost. Die kann ich unter irgendwelche andere Dinge streuen. Oder wenn ich was ganz neu anlege, dann wächst da viel drauf und es funktioniert wirklich gut. Habt ihr das jetzt gemerkt im Sommer, wie wichtig es ist zu bewässern? Und wie schwer es manchmal ist zu bewässern. Bei mir ist viel braun geworden und gerade das, was ich am meisten liebe, mein Rasen, der war fast komplett braun dieses Jahr. Das, was ich am meisten liebe, das, was mir am wichtigsten ist in meinem Garten, ist braun geworden, war nicht mehr schön. Ich habe dann zwar versucht, Vorrat zu schaffen, und ich merke, dass das auch, das hat mir in den Jahren geholfen, dass ich da so eine Tonne habe, wo ich Wasser auffange. So, wenn es dann mal regnet und es ist ein Überschuss an Regen da, dann versuche ich, den aufzusammeln, um in schlechten Zeiten zu bewässern, damit das nicht eingeht, was ich so habe. Aber oft reicht das nicht. Oft reicht es nicht. Es wird alles matt und braun. Da ist es so wichtig, dass ich in den Zeiten, in denen es notwendig war, dafür gesorgt habe, dass, wenn Regen kommt, dass er dann auch dahin fallen kann, wo er hin soll. Ich habe so ein paar Stellen im Garten, wenn ich da nicht Hand angelegt hätte, dann würde da, selbst wenn es regnet, kaum Regen hinkommen. Es würde trotzdem trocken bleiben. Und wie wunderbar das war jetzt im September. Ihr könnt euch alle daran erinnern, wo das, was welk und kaputt schien, durch den geschenkten Regen, der von oben kam, einfach wieder grün wurde. Zum Glück war es nicht überwuchert. Zum Glück habe ich dafür gesorgt, dass, wenn es regnet, der Regen da auch wieder dran kann. Wisst ihr, was ich am meisten liebe an meinem Garten? Die Hängematte. Dann lege ich mich da rein. Und dann schaue ich mir alles an. Und denke, wie wunderbar. Wie schön, dass doch alles gemacht ist. Und dann genieße ich die Zeit. Und dann habe ich das Gefühl, ich lebe. Ich lasse die Tage von einem Schriftsteller. Der hat ein Buch geschrieben, und üblicherweise schreiben ja so Schriftsteller in ihre Bücher am Anfang so Dankesworte rein, wen man dankt dafür, dass es zu diesem Buch gekommen ist. Das war bei diesem Schriftsteller anders. Und das ist aufgefallen, weil wir ja sowieso nicht so eine wirkliche Dankeskultur leben. Überall fällt uns ja schwer, Danke zu sagen, also manchen zumindest. Euch nicht, mir häufig. Der Jonathan Sacher, der hatte kein Gefühl, dankbar sein zu müssen für das Buch, was er da fertig hat. Er ist ein Wissenschaftler, ein sehr schlauer, intelligenter Mann und auch ein sehr witziger Mann. Und der schrieb dann einen Toast, also ein Dankeswort in seinem Buch. Der Toast, the toast, the cat, who was not help at all. Also Dank der Katze, die gar keine Hilfe war.
die Journalisten bei der Vorstellung des Buches fragten ihn, ja, aber das ist ja ungewöhnlich. Ja? Und normal ist es dann ja auch, wenn es umgedreht passiert, so, dass jemand, der Dankesworte da reinschreibt, dann sich so überlegen muss, ja, wem muss ich denn jetzt eigentlich am meisten danken? Weil wenn man allen dankt, kennen wir ja auch so von so Preisverleihung, ne? Und einer hört dann nicht mehr auf, dem noch zu danken und dem noch zu danken, dann fragen wir uns, ja, komm, kürz es ab. Er wurde gefragt, ja, wie hast du das denn dann gemacht? Du hast ja nur den, den du am wenigsten gedankt hast. Gibt es da noch welche, die du vielleicht auch noch in der Reihenfolge hättest nennen müssen? Und dann sagte er, ja, aber ich glaube, dass mich die Antwort in ein schlechtes Licht setzen würde. Aber wenn ich ehrlich bin, ja, da gibt es noch jemanden, meine beiden Töchter. Also kein Dank an meine beiden Töchter. Er hat also empfunden, dass es tatsächlich wohl Dinge gibt, die ihn davon abgehalten hätten, dieses Buch zu schreiben. Und dann, als ich das las, erinnerte ich mich an meinen Garten und erinnerte mich daran, dass es bei mir im Leben auch Dinge gibt, die mich davon abhalten, in meinen Garten zu gehen. In meinem Garten zu sein und etwas zu tun, was notwendig ist, oder eben gerade auch mal in der Hängematte zu liegen, da zu sein, wo ich hingehöre. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sich schon gedacht, dass ich diesen Garten, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, gar nicht habe. Zumindest nicht in real life. Also spätestens da, wo es um Nutzgarten geht, sowas gibt es bei mir nicht im Garten. Das habe ich. Ich komme eben da nicht ganz nach meinem Vater. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass sich mein Leben mit Gott wie so ein Garten anfühlt. Bei dir ist das vielleicht dein Dachboden oder dein Keller oder dein Auto, wo du merkst, da bin ich mit Gott zusammen. Aber bei mir ist meine Gegenwart mit Gott wie so ein Garten, wo das Leben sprießt. Und dann stoße ich auf so Texte wie in Römer 8, wo steht, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Da sind so diese Momente, diese Tage, wo ich davon gar nichts spüre. Da bin ich nicht im Garten. Und wenn ich ehrlich bin und zurückgucke, dann fühlt sich das genau so an, als wäre ich draußen und alles ist dunkel. Alles ist gerade so ungeordnet und ich fühle mich nicht, als wäre ich da, wo ich hingehöre. Ich habe das so als Kind erlebt. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ich war völlig indoktriniert von diesen Lehren, die es da gab. Ich hatte immer so das Gefühl, im Westen ist es immer dunkel. Hier bei uns im Sozialismus, da scheint die Sonne. Habe ich nicht geglaubt. Ich dachte, da ist immer Nacht. Gut, ich war sehr klein zu der Zeit, aber ich hatte diese Phase, wo ich mir das so vorgestellt habe. Aber diesen Gedanken und so das Leben, das geht mir manchmal heute noch so, dass ich irgendwie so Gefühle habe, Bereiche habe in meinem Leben, wo ich merke, wenn ich da hingehe, dann wird es dunkel. Aber die Anziehungskraft von diesem Dunkel ist so groß, dass ich mich immer wieder aus dem Garten rausrufen lasse. Manchmal sind es meine Töchter. Manchmal sind es Menschen. Die rufen, komm doch her, streite mit mir. Kennt ihr das? Dass so streitsüchtige Menschen in eurer Gegend sind, die sagen so, ich möchte jetzt hier Theater machen. Du bist gerade in der Hängematte und da ruft einer, nee, aber ich will mit dir kämpfen. Und dann lässt du dich drauf ein. Kann auch
Muss nicht die Tochter sein, ne? Kann der Arbeitskollege sein. Können die Eltern sein. Und dann fühle ich mich nicht wie ein Kind Gottes. Ich merke dann da gerade nichts. Beten, okay, ja, großer Gott. Aber Abba, Papa, fühle ich gerade nicht. Es ist so wichtig, in einem Garten zu leben. Es ist wichtig, dass du einen Bereich hast, wo es grün ist. Aber der ist eben wie ein Garten. Da ist es nicht von alleine grün. Du musst diesen Bereich kultivieren. Und wenn du mit Gott zusammenleben willst, wenn du in diesen Momenten, wo du gerade Papa nicht spürst, dann musst du dich fragen, wo ist er? Weil es ist eine Lüge, dass Gott nicht da ist. Das ist der Teufel, der uns immer wieder erzählt, ja, such, guck mal, ob du Gott irgendwo findest. Nein, Gott ist da. Das Problem ist, dass du gerade nicht im Garten bist. Dunkel ist es und das Licht scheint nicht, weil Gott nicht da wäre. Wo ist dein Garten? Es ist leider im Garten so, wie wir das eben, wie ich euch das beschrieben habe mit meinem Garten. Da ist es tatsächlich so, dass ich kultivieren muss. Ich merke das. Ich merke in meinem Glaubensleben, dass es da einer gewissen Kultur bedarf. Ich kann nicht einfach alles wachsen lassen. Ich muss mich kümmern um meinen Glaubensgarten. Da kommen die Dinge nicht von ganz alleine. Ich muss mich in den Garten hineinbegeben und muss mir das anschauen. Wie sieht es denn da gerade aus? Und weißt du, wenn es unordentlich ist, dann macht das keinen Spaß. Da kann ich auch von meiner Kindheit berichten. Da war es immer so, dass meine Mutter gesagt hat, räum deine Schubläden auf. Und nichts habe ich mehr gehasst, als meine Schubläden aufzuräumen. Und was habe ich gemacht? Damit es für meine Mutter schön aussah, habe ich obendrauf alles schön gemacht. Ja, und dann sagte sie mir so, wenn ich heute von der Arbeit komme, dann sind die Schubläden in Ordnung. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann obendrauf habe ich alles ordentlich gemacht. Und ich dachte, das merkt die nicht. Die wusste vorher, was passiert. Ne? Was hat sie gemacht? Sie hat die Schubläden genommen, hat sie ausgeleert am Boden und dann lag alles mitten im Zimmer durcheinander. Dann wusste sie erst recht, was von. Ich habe es nicht gemocht und das mag es so, das ist wahrscheinlich mein Charakter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gucke da nicht gern hin, wo es nicht schön ist. Ich liebe das auch, wenn andere für mich aufräumen. So meine Socken und so wegräumen und so. Ich finde das toll. Wenn alles ordentlich ist und ich habe. Ne? Aber manchmal wissen wir müssen daran. Du musst daran. Du siehst. Das ist gerade nicht schön im Garten, also solltest du dich mal umschauen in deinem Glaubensgarten. Mal gucken, wo solltest du ein bisschen was tun. Da gibt es tatsächlich die Ecken mit den Brombeeren. Und dann verletzt man sich zwangsläufig, wenn man versucht, die wegzuschneiden. Also bei mir klappt das fast nie. Ohne Schmerz. Irgendwie hat dann doch ein Stachel den Handschuh durchdrungen. Ich habe gelernt im Leben, dass man die nicht mit der Hand anfasst. Ne? So wie man im Glauben eben auch merkt, naja, es gibt ja Handschuhe und es gibt Gerät, womit man das machen kann. Und das hilft dann auch tatsächlich. Aber so ganz ohne Dornen ist es eben nicht. Wann hast du das letzte Mal wirklich hingeguckt in deinem Leben und dich bewusst gefragt, wo sind denn hier die Brombeeren in meinem Garten? Und da meine ich nicht die leckeren, wenn sie dann im Sommer da hängen sollen und du kannst sie pflücken zum Genießen. Und das ist ja auch das Schlimme an den Brombeeren, ne? Da kommen ja manchmal auch die süßen Früchte dran.
Wann hast du das letzte Mal dich wirklich bewusst in diesen Garten begeben? Und natürlich musst du, wenn da was wachsen soll und du Früchte haben möchtest, Kulturfrüchte, also die, die man will, die man anbaut, wo man sagt, ja, da soll sich in meinem Leben Frucht zeigen, so wie Christen das ja oft sagen, ja, dann musst du erstmal den Boden bearbeiten. Dann ist auch das manchmal Arbeit. Die kann Spaß machen, aber am Abend tut manchmal der Rücken weh. Aber es ist nicht zu vermeiden. Wenn da was passieren soll, sollte der Boden fruchtbar sein. Und dann solltest du mit Gott darüber reden, was bedeutet es, meinen Boden zu bereiten. Und weißt du was, Gott wird es dir sagen. Er ist ein guter Lehrer. Er kennt dein Leben, er kennt deinen Garten und er weiß, an welchen Stellen der Boden hart geworden ist, wo keine Saat mehr eindringen kann. Jesus erklärt das ganz eindringlich in dem Gleichnis vom Sämann. Da ist so viel hart geworden bei uns. An so vielen Stellen kann da gar nichts mehr wachsen, aber wir schmeißen regelmäßig Samen rein. Wir gehen in den Gottesdienst und schmeißen den Samen rauf und gehen nach Hause und was soll da aufgehen, bitte? Wann hast du bewusst das letzte Mal deinen Boden bearbeitet? Es gibt diese Schädlinge, die dann da kommen, die dir diese kleinen Pflänzchen, die du da gepflanzt hast, kaputt machen wollen. Na Assi, wir reden jedes Jahr über unseren Rhabarber und wenn ich Pech habe bei mir, haben die Schnecken alles weggefressen, wenn er noch ganz jung ist. Die muss ich sammeln und die müssen weg. Und so ist es auch bei uns im Leben, da schleichen sich so diese kleinen Schnecken da so rein, man merkt sie gar nicht. Den ganzen Tag scheint die Sonne und es ist trocken und alles ist gut, aber abends plötzlich, wenn ich gerade nicht hinschaue, dann sind sie da und alles ist überwuchert, wenn ich nicht hinschaue. Schwer da Beispiele für zu geben. Ich möchte ja nicht zu philosophisch über solche Dinge reden und habe mir in der Vorbereitung überlegt, was kannst du denn den Leuten so als Beispiel geben für so Schädlinge, die in meinem Leben einwandern? Aber soll ich dir sagen, da musst du mal gucken. Da gibt es Dinge, die zerfressen deine kleine Pflanze. Du hast da was gepflanzt, du hast dir die Mühe gegeben, du hast den Boden bearbeitet und da wächst was in deinem Glaubensleben. Und dann kommen da Dinge, die das kaputt machen wollen und da musst du schauen, was das ist, weil Schädlinge gibt es wie Sand am Meer. Die unterschiedlichsten Varianten. Weißt du, Gott sammelt die dir nicht weg. Zum Glück gibt es ja die guten Zeiten. Zum Glück gibt es ja die Zeiten, in denen einfach alles gerade schön ist, oder? Da genießt du deine Arbeit, die du gemacht hast im Leben, im Glaubensleben. Du bist gerade, du merkst, du hast gerade so eine Phase, es läuft. Und warum vergessen wir dann regelmäßig die Tonne aufzustellen für das Wasser, was da ist? Wir müssen Vorrat sammeln. Manchmal bewegen wir uns in unserem Glaubensleben einfach immer nur gerade so auf Messerschneide und sagen, okay, das ist super, gerade es läuft. Und vergessen für die Zeiten vorzusorgen, in denen es nicht laufen wird, in denen der Regen ausbleibt. Ich fand das letzte Woche schon 1000 Mal gehört, aber gerade vom Friedel in der Predigt von dem Mann, der sein Haus auf Sand baut, so eindringlich und so deutlich hat mir das noch mal ins Herz gesprochen, wie er ganz am Anfang sagte, Leute, bei beiden fängt es an zu regnen. Also zu stürmen. So. Bei beiden kommt das schlechte Wetter und das ist in aller Leben so. Irgendwann kommen die schlechten Zeiten. Und wenn du dann keine Regentonne aufgestellt hast, wovon willst du dann zehren? Wovon?
Ich glaube, dass es wichtig ist und notwendig, dass wir im Glauben unsere Tonne voll machen. Manchmal denkst du vielleicht, nee, das reicht, was mit Gott gerade so passiert. Und weißt du, das ist das Hauptproblem in meinem Leben. Oft reicht es. Es ist gut mit Gott. Und ich vergesse, Vorrat zu schaffen. Geistlichen Vorrat zu schaffen. Die Luft in einem Garten ist so klar und so rein. Es ist so schön, diese Luft einzuatmen, und ich glaube, dass das uns die Kraft dafür gibt, bewusst zu atmen. Ich war gestern Vormittag joggen. Wer von euch war gestern Vormittag hier so in der Gegend, der weiß, wie das Wetter war. Ich bin beim Trocknen losgelaufen. Nach 10 Minuten war ich so nass, wie ich noch nie nass war beim Joggen. Wirklich, es ist kein Spruch. Es hat so unglaublich geregnet. Und im ersten Moment haben mein Laufpartner und ich, wir haben uns also beschwert darüber, wie schrecklich das ist, dass wir jetzt so nass werden und wie so bekossene Pudel. Und dann kamen wir so in diese Floskeln hinein, ja, wir sind ja nicht aus Zucker. Ne? Und dann fing es aber auch an zu blitzen. Und dann haben wir schon die Zeitung gesehen, 2 alte Männer vom Blitz getroffen, haben so Witze darüber gemacht. Aber irgendwann hört es mal kurz auf zu regnen. Und wir haben die Luft gerochen. Diese unglaublich saubere Luft. Und unsere Lungen waren voll. Und dann hatten wir so viel Kraft für den Rest des Weges. Wir waren so erfüllt von dieser reinen und sauberen Luft. Und es hat uns so viel Kraft gegeben, weil es hat natürlich wieder angefangen zu regnen, aber es hat uns so viel Emotion und so viel Kraft gegeben für den Rest des Weges. Und ich glaube auch, dass das im Glauben lebensmöglich ist. Dass man in den Momenten, wo man merkt, jetzt ist es gerade gut und spürt Gottes reine Luft, dass man dann extra bewusst einatmet und Vorrat schafft für den Rest des Weges, der kommen wird und der manchmal echt hart ist. Und manchmal sind alle deine Anstrengungen, die du so im Glaubenleben machst, komplett für die Katz. Du denkst, du hast das so im Griff, so wie der Henrik das ja erklärt hat. Ja, ich habe gearbeitet und ich habe gesät und ich habe getan und gemacht und der Garten ist grün. So wie bei mir alles aussah im Mai. Und dann kam der Sommer. Und dann ist trotzdem alles braun geworden. Und du siehst jeden Tag, wie es braun wird. Schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und du denkst, alles ist tot. Kannst du dich noch an den Text erinnern, den wir gerade im Anbetungsteil gehört haben, wo Gott sagt, denk doch an den Regen und denk an den Schnee. Und in der genauen Übersetzung sagt Gott nicht, die fallen nicht umsonst, sondern in der genauen Übersetzung steht, sie kommen nicht ohne Wirkung zu mir zurück. Gott sagt, alles, was ich in deinem Leben tue, fällt und wird Frucht bringen. Und wenn du vielleicht gerade in dem Moment steckst, wo du sagst, nee, aber gerade kann ich nicht arbeiten und gerade geht es nicht und gerade ist mein Glaubensleben einfach komplett tot, da sagt dir Gott, der gern vergibt, der sagt dir, weißt du was, dann lass mich regnen. Dann lass Regen fallen auf dein Leben. Und wenn du vielleicht sagst, ja, aber Gott, ich weiß gar nicht, wie das ist mit dir in einem Garten, ja, dann sieh zu, dass du alle Dächer, die dich daran hindern, dass Gott in dein Leben regnen kann, dann reiße sie ab, bitte. Dass dein Rasen wieder grün wird. Und das Wunderbarste fand ich im September, wie schnell das ging. Wie wenig es bedarf, dass es wieder grün wurde. Wie schnell Gott das alles wieder grün gemacht hat.
Und so wird es auch in deinem Leben sein, wenn du denkst, nee, da ist zu viel braun und das kann nicht wieder schön werden. Dann wird Gott, wenn du die Dächer einreißt, die den Regen verhindern, er wird es einfach schön machen. Nur lass es zu. Lass es zu. Es ist so wichtig, dass wir Licht und Wärme in unser Leben lassen. Weißt du, du brauchst dieses Licht und Gott ist da und er will dich mit seinem Licht und mit seiner Wärme komplett umgeben. Er sagt, komm in den Garten, lass uns zusammen sein. Und dann genieß die Hängematte. Weißt du, das vergessen wir Christen viel zu oft, denke ich. Dass wir uns mit Gott in die Hängematte legen. Vielleicht denken wir, wir dürften das nicht. Wir müssen kämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass alles gut wird. Gott sagt, Mensch, aber ich will doch, dass du diesen Garten genießt. Leg dich auch mal in die Hängematte. Und schau, wie schön es ist, mit mir zusammen zu sein. Schau, wie schön meine Wärme ist. Schau, wie schön die Luft ist, die du hier einatmest. Und vielleicht ist es sogar so, dass man einfach mal die Brombeeren vergessen muss. Und dieses Unkraut und die Schädlinge und so, die sind alle da und das wird nicht weg sein. Der Garten wird nie komplett nur blühen. Vergiss die Zeiten der Hängematte nicht. Gott sagt, wenn du in meinem Garten bist, dann bist du mein Kind. Denn der Geist Gottes, so haben wir gerade gelesen, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, wir haben die Gewissheit, steht da, dass wir Gottes Kinder sind. Also eins noch zum Abschluss. Wenn du also wieder hinfällst und merkst, du bist wieder raus aus dem Garten. Ja? Wenn man hinfällt, dann haben wir gelernt, und das sagt dir jeder Management-Trainer. Erfolgreich ist immer der, der einmal mehr aufsteht, als er hingefallen ist. Hört sich toll an, oder? Ist ja auch irgendwie richtig. Und das dürfen wir auch. Nur bei uns kommt noch was dazu. Die Krone. Die Krone richten. Richte deine Krone. Wenn du fällst, dann steh wieder auf. Und dann richte deine Krone. Weil du bist Kind Gottes. Du gehörst zu seinem Königreich. Und dann mach weiter. Und darum möchte ich mit euch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, hab Dank dafür, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Dass wir in deinem Garten leben dürfen. Hab Dank, dass du uns darin nicht alleine lässt, Herr. Du merkst, wie sehr wir an manchen Stellen kämpfen und wie schwer es uns manchmal fällt, die Kultur zu wahren. Herr, vergib uns diese Momente, an denen wir vergessen, dass du das doch alles trägst, dass du das doch in deiner Hand hältst und dass uns niemand und nichts aus deiner Hand reißen kann. Wie schön es ist, bei dir zu sein, Herr. Wie gut es tut, deine Luft zu riechen, wie wunderbar es ist, zu fühlen, dass du uns wärmst. Großer Gott, führe uns aus dem Dunkel heraus, führe uns alle ins Licht, dass wir spüren, du bist bei uns. Wir wollen deine Gegenwart genießen.